Leute zusammen, hier ist wieder der Sven von der Internetfahrschule. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich sehr darüber, dass ihr weiter dabei seid. Heute möchte ich euch ganz gerne fit machen für eure praktische Führerscheinprüfung. Es gibt viel zu erzählen zu diesem Thema, deswegen müssen wir das Ganze auch in mehreren Teilen machen. In diesem ersten Teil werde ich euch erklären, welche Voraussetzungen ihr erfüllen müsst, damit ihr überhaupt teilnehmen dürft an der Prüfung, wie ihr euch am besten vorbereitet, wie der Ablauf der Führerscheinprüfung ist, der praktischen, und wie es weitergeht nach dem Ende eurer Prüfungsfahrt, wenn ihr bestanden habt oder wenn ihr vielleicht sogar durchgefallen seid. Im zweiten Teil werden wir uns dann die technischen Fragen anschauen, die euch der Prüfer stellen könnte, bevor ihr losfahrt. Und in den letzten Teilen werden wir dann die eine oder andere Prüfungsstrecke einfach mal gemeinsam fahren. Und ich werde euch da auch nochmal Hinweise und Tipps geben, wie ihr euch am besten verhalten solltet. Und jetzt legen wir einfach mal los und wir schauen mal genau nach, was müsst ihr für Voraussetzungen erfüllen, damit ihr überhaupt teilnehmen dürft. So, eure Voraussetzungen, um an der praktischen Prüfung teilnehmen zu können. Ihr müsst natürlich die Prüfgebühr bezahlt haben beim TÜV. Normalerweise beweist man das ja in einer Rechnung, Theorie und Praxis zusammen. Wer das jetzt von euch getrennt hat, der muss natürlich daran denken, dass er dann rechtzeitig bitte auch die Praxisgebühr überweist. Die Prüfer können das am Prüftag nicht mehr entgegennehmen. Die haben also keine Kasse mehr. Das wird dann ein bisschen schwierig werden. Ja? Eure theoretische Prüfung müsst ihr natürlich bestanden haben. Achtet auch darauf, die ist maximal ein Jahr gültig. Ihr könnt maximal 4 Wochen vor eurem Geburtstag teilnehmen an der praktischen Führerscheinprüfung. Und ihr müsst mindestens natürlich eure Sonderfahrten gefahren haben. Die 12, 5 Überland, 4 Autobahnen, 3 Nachtfahrten. Müsst natürlich dann auch auf das Urteil eures Fahrlehrers auch vertrauen, weil der muss letztendlich ja auch das Okay geben und der muss davon überzeugt sein, dass ihr wirklich auch weit genug seid, um an der Prüfung teilnehmen zu können. Denn ich sag mal, wenn der das nicht ist und ihr wirklich drauf besteht auf die Führerscheinprüfung, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon relativ hoch, dass das Ganze nicht gelingen wird. Weil der macht es ja auch nicht erst seit gestern und weiß eigentlich relativ gut Bescheid und kann es gut einschätzen, wann ihr wirklich so weit seid, dass ihr zur Prüfung vorgestellt werden könntet. Man kann das auch ganz einfach mal ausprobieren, indem man einfach gegen Ende der Ausbildung mal die ein oder andere Prüfungssimulation fährt. Dann macht doch einfach mal das Radio aus, die Doppelbedienung an vom Fahrlehrer und dann wird einfach mal das Sprechen eingestellt und ihr bekommt wirklich nur ganz klar eine Ansage, was ihr zu machen habt, ohne irgendwelche Hilfen und ja, dann geht er das einfach am Ende mal chronologisch durch und dann sieht man ja relativ schnell, wie das Ganze gelaufen wäre, ob ihr bestanden hättet oder nicht und wenn das halt immer wieder der Fall ist, dann seht ihr halt einfach, ja, dass da noch ein bisschen Bedarf ist, dass ihr noch die eine oder andere Fahrstunde einfach braucht und dass es vielleicht doch noch ein bisschen früh wäre, zur Prüfung vorgestellt zu werden. Also das sind so die Voraussetzungen, die ihr erfüllen solltet, damit es auch wirklich Sinn macht und auch möglich ist, überhaupt zur praktischen Prüfung zu gehen. Was die Vorbereitung angeht für eure praktische Führerscheinprüfung, ja, macht euch das halt wichtig, ähnlich wie bei einer Klausur zum Beispiel in der Schule. Ja, also eine durchzechte Nacht kann natürlich nicht von Vorteil sein. Geht rechtzeitig schlafen, stellt euch einen Wecker, dass ihr morgens nicht verpennt, dass ihr Zeit habt, auch noch vernünftig was zu frühstücken. Der Fahrlehrer wird euch ja natürlich eine Zeit gesagt haben, wenn er euch abholt. Wenn ihr jetzt, ich sag mal, gleich am Anfang dran seid, dann ist das natürlich gut planbar. Wenn ihr irgendwo so im Mittelfeld seid und habt mehrere Leute vor euch, dann ist das eine Circa-Zeit. Es kann durchaus sein, dass sich vielleicht jemand krank meldet oder ein, zwei fallen nach 10 Minuten schon durch und schon ist das Ganze eine Stunde eher. Also ihr müsst schon einen Puffer haben und ihr müsst vor allen Dingen auch erreichbar sein für euren Fahrlehrer, dass er euch anrufen kann und sagen kann, ich brauche dich jetzt, es geht ein bisschen eher los, ich hole dich jetzt ab. Ja? Ich würde auch Sachen wie den Personalausweis, den braucht er ja, wenn ihr die Prüfung fahren wollt und der muss vor allen Dingen auch gültig sein, vielleicht auch den Abend vorher schon rauslegen, dass ihr dann nicht morgens anfangen müsst zu suchen und plötzlich taucht dieses Ding nirgendwo auf. Ja? Dasselbe gilt natürlich für die Sehhilfe, wenn es eingetragen ist, Brille oder Kontaktlinsen, bitte auch das nicht vergessen, ohne die dürft ihr nicht losfahren. Für die Leute, ja, die jetzt vielleicht auch so ein bisschen Angst haben vor der Prüfung, dann würde ich auch ja nicht überall rum erzählen, dass ihr eine Prüfung habt. Lasst das eher so im kleinen Kreis, in der Familie, Eltern, Freund, Freundin. Das sollte eigentlich dann auch ausreichend sein, ja. Es wäre auch keine gute Planung, die Führerscheinprüfung am selben Tag zu machen, wenn ihr eine Klausur in der Schule schreibt. Meistens leidet das eine oder das andere darunter. Also versucht es wirklich zu vermeiden, das an einen Tag zu legen, ja.
Für die Leute, die sogar darüber nachdenken, weil sie aufgeregt sind, Beruhigungsmittel zu nehmen, ihr werdet natürlich eure Prüfungsangst damit nicht lindern. Das Einzige, was leidet, ist eure Konzentration und eure Aufmerksamkeit. Also von daher bitte, das ist ein No-Go, auf keinen Fall machen. Ja? Es gibt auch keinen Dresscode, also zieht bitte Sachen an, wo ihr euch wohlfühlt, die bequem sind für euch. Ein Tipp vielleicht noch zum Schuhwerk. Ist natürlich nicht so gut, wenn er dann irgendwie mit hohen Absätzen kommt oder mit dicken Absätzen, so Winterschuhe. Also versucht eher, da eine Sohle zu nehmen, die ein bisschen dünner, die flacher ist, wo ihr dann wirklich auch ein gutes Gefühl an der Kupplung und auch an der Bremse habt, dass ihr dann auch feinfühlig wirklich die Pedalerie bedienen könnt. Ja? So, das sind erstmal so meine Tipps, die mir jetzt einfallen zur Vorbereitung für euch, und versucht es ein bisschen zu verinnerlichen und dann, ja, macht ihr das ganz locker. So, was jetzt den Ablauf der praktischen Prüfung angeht, da gibt es eigentlich eine ganze Menge zu sagen. Eventuell müsst ihr euch Spiegel und Sitz neu einstellen, wenn ihr jemand hattet, der vor euch gefahren ist. Natürlich auch das Lenkradschloss lösen. Und ja, da kommt der Prüfer ins Auto. Dann geht in der Regel eigentlich der Puls auch nochmal ein bisschen nach oben. Dadurch, dass es aber ein bisschen dauert, bis so die ganzen Formalitäten erledigt sind, seid ihr meistens mit dem Puls auch schon wieder unten. Also ihr müsst ja immer euren Ausweis zeigen. Dann gibt der Fahrlehrer die Ausbildungsbescheinigung rüber, die habt ihr ja vorher unterschrieben. Dann gibt es 2, 3 Fragen nochmal, technische Fragen zum Fahrzeug. Das ist dann der zweite Teil. Dann gehen wir da wirklich genau drauf ein, dass ihr da keine Probleme habt. Und bis das alles erledigt ist, sind wie gesagt so 2, 3 Minuten rum und euer Puls ist dann in der Regel auch schon wieder ein bisschen weiter unten. Ja? Der Prüfer sagt euch dann auch nochmal in kurzen Sätzen, was er von euch sehen möchte, also eine klare Verkehrsbeobachtung, dass ihr letztendlich so fahren sollt, wie ihr das gewohnt seid in euren Fahrstunden, dass ihr in gesperrte Straßen und in Sackgassen nicht reinfahrt, abknickende Vorfahrtstraßen, bleibt ihr selbstständig drauf und solche Sachen dann halt, ja. Der Prüfer sitzt hinten rechts, hinter eurem Fahrlehrer, einfach weil er euch von da besser beobachten kann. Er kann den Tacho besser einsehen von da hinten und halt auch genau sehen, wie eure Verkehrsbeobachtung ist. Der Fahrlehrer hat in der Prüfungsfahrt eigentlich keine Funktion mehr, eigentlich nur die, dass er eingreifen kann, wenn ihr irgendwelchen Blödsinn macht. Ja? Die Alarmanlage unten, die Doppelbedienung ist dann scharf gestellt, das piept halt, wenn er drauf tritt, und verbal darf er euch auch nicht helfen. Also ist eine Prüfung, ist ja auch klar, dass ihr das Ganze dann auch alleine machen müsst. Ja? Prüfzeit sind 45 Minuten für die Klasse B. Es kann durchaus sein, dass ihr, wenn ihr Glück habt, vielleicht auch ein paar Minuten weniger fahrt. Ist natürlich abhängig vom Prüfer und von eurer Leistung. Ja? Aber ihr werdet gar keine Zeit haben, in der Prüfungsfahrt wirklich auf die Uhr zu gucken. Wenn ihr dann losfahrt, dann ist es meistens schon so, dass Prüfer und Fahrlehrer anfangen, sich zu unterhalten, einfach um diese ganze Atmosphäre so ein bisschen aufzulockern, dass das nicht so fürchterlich steril ist und da keiner jetzt im Auto spricht. Ja? Ich finde das eigentlich immer ganz angenehm. Den meisten Fahrschülern gefällt das auch. Wenn euch das eher stört, dann müsst ihr das einfach mal sagen und dann werden die beiden sich auch nicht unterhalten. Ja? Wenn die miteinander sprechen, dann habe ich eine Bitte noch an euch, ganz wichtig, ihr fokussiert euch aufs Autofahren. Also die beiden sprechen für euch mit. Ich habe auch da immer wieder mal vereinzelt Fahrschüler, die meinen, sie müssten sich da immer einklinken in dieses Gespräch. Erstmal ist das nervt so ein bisschen auch von Seiten des Prüfers, und ihr habt wirklich diese 45 Minuten was Besseres zu tun, wie da zu quatschen. Also seht zu, dass ihr euch auf das Wesentliche konzentriert, und das ist echtes Autofahren, dass ihr euren Führerschein am Ende der Prüfungsfahrt bekommt und ja, ihr dann nicht ständig in Gespräche euch verwickelt und könnt euch gar nicht mehr richtig konzentrieren auf den Straßenverkehr. Also das muss definitiv nicht sein, das Ganze, ja. Wenn ihr fahrt, dann versucht immer das Heft selber in der Hand zu halten. Also fahrt defensiv und vorsichtig. Wenn ihr überlegt, ist da eine Lücke, soll ich da jetzt reinfahren, soll ich da nicht reinfahren, dann bleibt lieber stehen und nehmt eine Lücke später. Also deswegen ist noch nie jemand durchgefallen. Das ist ja genau das, was die Prüfer letztendlich dann auch von euch sehen wollen. Macht eine klare und deutliche Verkehrsbeobachtung. Lieber einmal mehr gucken, einmal mehr beobachten, einmal mehr blinken. Als es dann letztendlich zu wenig zu machen. Ja? Wenn ihr, na, ich sag mal, so eine halbe Stunde gefahren seid, ja, und ihr merkt jetzt, das läuft alles für euch und habt da bis jetzt auch noch nicht großartig Fehler gemacht, dann versucht wirklich die Konzentration hochzuhalten. Das ist so nach einer halben Stunde nochmal, wird es dann nochmal ein bisschen gefährlich. Ja, also die Prüfung ist dann zu Ende, wenn ihr wirklich auf dem Parkplatz steht, wenn das Auto abgestellt ist, wenn der Motor aus ist. Dann könnt ihr euch entspannen und dann sollte dann eigentlich auch alles in trockenen Tüchern sein. Ja, wenn ihr merkt, dass ihr Fehler macht, und ihr werdet Fehler machen, das kann ich euch garantieren. Ich habe also noch keine Prüfungsfahrt gehabt, die fehlerfrei ist. Wenn man das Ganze jetzt mit einer Schulnote benoten würde, dann würde man euch ja auch mit einem Ausreichen versetzen. Genauso würdet ihr auch mit einem Ausreichen euren Führerschein bekommen. Also daran seht ihr schon, ihr könnt Fehler machen. Wenn ihr merkt, dass ihr was verkehrt gemacht habt, dann versucht
da den Haken dran zu machen. Ihr könnt es dann nicht mehr ändern. Die Prüfung ist dann zu Ende, wenn der Prüfer es sagt, nicht wenn ihr das meint. Ja? Ihr würdet es auch daran merken, dass der Fahrlehrer dann plötzlich anfängt, die Richtung vorzugeben. Also dann ist die Prüfung definitiv zu Ende. Solange wie der Prüfer hinten immer noch weiter die Richtung angibt, dann würde ich erstmal davon ausgehen, dass das Ganze alles noch weiter seinen Gang geht. Ja? Also das sind meine Tipps erstmal für euch, für eure praktische Prüfung. Versucht das Ganze ein bisschen entspannt anzugehen und wie gesagt, macht euch nicht verrückt. Es ist eine Führerscheinprüfung, es ist nicht mehr. Und die Prüfer wissen, dass ihr aufgeregt seid, dass ihr nervös seid. Die stellen sich eigentlich auch ganz gut darauf ein. Und wie gesagt, ich habe es eben schon mal gesagt, ihr habt die Möglichkeit, Fehler zu machen. Ihr müsst natürlich aufpassen, dass ihr euch so von diesen großen Sachen fernhaltet, also wie Vorfahrtsverletzungen, irgendwie über irgendwelche Stoppschilder fahren oder so. Da hat natürlich dann letztendlich auch der Prüfer keinen Spielraum und ja, dann muss man das Ganze natürlich beenden und ihr müsstet das Ganze dann halt nochmal wiederholen, 14 Tage später. Wenn ihr eure Führerscheinprüfung bestanden habt, dann wird euch der Prüfer in der Regel auch sofort euren Führerschein aushändigen und dann könnt ihr auch gleich loslegen und damit fahren. Es gibt aber leider hin und wieder immer mal die Situation, dass der Führerschein nicht beim TÜV gelandet ist, sondern beim Straßenverkehrsamt. So eine wirkliche Erklärung kann einem eigentlich keiner geben, warum das immer wieder mal passiert. Also ihr habt da alles richtig gemacht, der Antrag ist rechtzeitig abgegeben, trotzdem ist der Führerschein beim Straßenverkehrsamt gelandet. Dann kann euch der Prüfer leider nur eine Bescheinigung ausstellen. Und mit dieser Bescheinigung und eurem Personalausweis müsst ihr dann zu eurem zuständigen Straßenverkehrsamt fahren und den Führerschein da abholen. Mit dieser Bescheinigung dürftet ihr nicht fahren. Ja? Genauso würde es auch aussehen, wenn ihr einen Führerschein macht vor eurem Geburtstag. Wenn ihr noch nicht 18 seid oder 17 seid, dann bekommt ihr da auch eine Bescheinigung und könnt das Ganze dann in Kombination mit eurem Personalausweis am Straßenverkehrsamt abholen an eurem Geburtstag. Wenn das Ganze nicht an einem Wochenende liegt, dann müsst ihr halt dann nochmal 2-3 Tage warten leider. Ja? In dem Moment, wo ihr die Führerscheinprüfung bestanden habt, beginnt auch eure Probezeit. 2 Jahre. Seht bitte zu, dass es dabei bleibt, dass ihr euch dann nicht noch einen Nachschlag einhandelt und damit 4 Jahren durch die Gegend fahren müsst. So, für den etwas unangenehmeren Fall, dass ihr die Prüfung nicht bestanden habt, dann müsst ihr 14 Tage warten. Dann kann eure Fahrschule euch erneut vorstellen zur Prüfung. Ihr bekommt dann relativ schnell eine neue Rechnung vom TÜV. Die müsst ihr natürlich leider dann nochmal bezahlen. Macht das bitte auch zeitnah, dass die rechtzeitig auch eine Buchung darüber haben. Ja, wem das Ganze vielleicht jetzt ein bisschen unangenehm ist oder so, es gibt also so viele Prüfer. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass ihr mit demselben Prüfer nochmal eure zweite Prüfung dann fahren werdet. Und selbst wenn das der Fall ist, also die haben jeden Tag so viel Führerschein, Prüfung, die werden sich also höchstwahrscheinlich an euch dann auch nicht mehr erinnern können in der zweiten Prüfung. Ihr solltet vielleicht die eine oder andere Fahrstunde dann auch wirklich nochmal absolvieren, weil es gibt ja vielleicht wirklich noch ein bisschen was, was ihr aufarbeiten müsst und vor allen Dingen auch, dass ihr nicht aus dem Rhythmus kommt. Also 14 Tage jetzt gar nicht zu fahren, nur die Prüfung zu machen, ist nicht unbedingt die cleverste Lösung. Also seht zu, dass ihr so 2-3 Stunden vielleicht nochmal da macht und dann kommt ihr auch gut vorbereitet zur zweiten Führerscheinprüfung und dann bin ich mir auch sicher, dass das gelingt. Es gibt nicht mehr diese Sperrfrist, die es bis 2008 mal gegeben hat, wo man gesagt hat, bei der dritten nicht bestandenen Führerscheinprüfung muss man 3 Monate warten. Das geistert immer noch so rum. Also es gibt da jetzt kein Limit mehr. Ihr könnt also theoretisch so oft vorgestellt werden zur praktischen Führerscheinprüfung, wie ihr möchtet. Wo ihr darauf achten müsst, das ist natürlich eure theoretische Prüfung, die ist 1 Jahr gültig. Ja, also innerhalb dieses einen Jahres solltet ihr das Ganze dann schon geschafft haben. Ansonsten müsst ihr natürlich dann nochmal eine theoretische Prüfung nachschieben. So ihr Lieben, das waren meine Tipps für euch zum Thema praktische Führerscheinprüfung, Voraussetzungen, Ablauf und Vorbereitung. Im zweiten Teil werden wir uns dann ganz genau die Fragen anschauen, die der Prüfer euch stellen kann, die technischen Fragen zum Fahrzeug. Ihr könnt dort übrigens nicht durchfallen, aber ihr könnt natürlich einen schlechten Eindruck hinterlassen. Und es wird euch ja auch nicht sicherer machen, wenn ihr 2-3 Fragen zum Auto gestellt bekommt und ihr wisst keine Antwort drauf. Und irgendwo wird der Prüfer sich natürlich auch ein Vermerk hinten machen. Und ja, das kann man ganz einfach umgehen, indem ihr euch da so ein bisschen mit auseinandersetzt, kurz vor der Prüfung. Und dann gibt es eigentlich auch kein Problem. Also ihr müsst da nicht Kfz-Mechaniker oder Mechatroniker oder sowas sein. Das sind ganz banale
simple Sachen, die so sich so ein bisschen auf die Betriebs- und Verkehrssicherheit des Fahrzeugs beziehen, und das war es letztendlich schon. Ja? Wenn euch das Video gefallen hat, wenn es hilfreich war, dann würde es mich natürlich freuen, wenn ihr mir wieder einen Daumen hoch gebt. Abonniert mich hier auf YouTube, und ich wünsche euch wie immer viel Spaß in eurer Ausbildung, viel Erfolg in euren Prüfungen natürlich, und allzeit gute Fahrt, kommt immer gut und sicher nach Hause.